Ja, hier sind wir wieder, die Frauen am Brunnen, und das ist die Ausgabe im Juni. Und wir wollen fortfahren in unserem Gespräch über die Seele. Beim letzten Mal haben wir gesprochen mehr über Seele und Tod und was passiert dann. Und dieses Mal wollen wir sprechen über Geburt und die Reinkarnation. Ja, ich begrüße euch wieder. Und wir können ein kurzes Check-in machen. Ich bin Heidi und wieder in Italien nach 2 Wochen Südafrika. Und ich bin noch ganz im Eindruck von dem, was ich erlebt habe auf der integralen Konferenz und auf der integralen Tour. Und ja, um noch ein bisschen desorientiert jetzt wieder hier zu sein. Aber ich hoffe, ich komme wieder rein. Ah, Victoria ist auch da. Wunderbar. Okay, dann gebe ich weiter. Das magst du vielleicht, ja. Weil du hast auch vom Aurobindo das schon geschickt, finde ich toll. Ja, ich bin, also ich stelle mich einfach mal dann auch mal vor, ich bin die Marie Rose und ich bin auch ein bisschen voll von Eindrücken von den letzten 14 Tagen, weil ich auf dem IEC Rigersing bei Wien war und am letzten Wochenende, was ein langes Wochenende war, war ich auf dem integralen Bildungssymposium, auf dem Bildungssymposium von Lernkulturzeit und habe ganz viel mitgekriegt von dem, was da passiert in der Bildung und, oder was da ein Aufschwung vielleicht möglich ist, weil da gibt es Leute, die sehr gut drauf sind und sehr visionsreich und auch schon ein paar, auch schon, ja, etliches schon angeleiert haben. Das freut mich sehr. Und an diesem Wochenende, jetzt habe ich ein richtig großes Familienfest gehabt. Und ja, das ist auch immer wieder was prägt oder wo ich dann nachher einen Tag brauche, um das Ganze so irgendwie innen drin zu verdauen. Ne? So. Ich gebe mal weiter. Ja, dann übernehme ich. Ich heiße Daniela. Ich bin heute zurückgefahren von meiner Schwiegermutter. Ich habe private Tage hinter mir und die Seele, also wenn man mit alten Menschen zu tun hat, ist das oft das Thema, das, was wir das letzte Mal behandelt haben. Und ja, ich freue mich jetzt heute, das Thema oder das, die Seele anzuschauen in der Inkarnation. Ich beschäftige mich sehr mit Spiritualität in meinem beruflichen Leben, in meinem privaten Leben. Und so bin ich jetzt heute da und ich gebe weiter. Okay, dann übernehme ich. In Wien, Monia. Wir hatten wieder ein Begräbnis, ein unerwarteter Herzinfarkt. Und ja, also an einem Grab zu stehen mit jemandem, mit dem man noch 2 Wochen davor Mittagessen war, ist, ja, also dann ist der, oder das Thema oder der Begriff der Seele plötzlich also sehr überdeutlich für mich geworden. Und ansonsten ist bei mir also das übliche Familienfeiern Ende Mai und also alles sehr schön und alles bestens und mit meinem Mann wunderbar und humorig. Aber ich habe jetzt eine Liste gemacht, wer der Nächste also zum Freundeskreis sein könnte. Und habe auch, was vielleicht jetzt sehr, bei der Hitze natürlich geht man nicht sehr gern hinaus, habe ich auch einige Beileidsbilets aufgestockt. Und das ist eigentlich ein seltsamer Zustand. Aber wir haben beim letzten Salon in Wien kam bei der Gestaltarbeit, dass der Tod einem nicht vom Leben abhalten soll. Und das ist eigentlich für mich jetzt schon und auch für meinen Mann und mich also sehr essentiell. Wie lebe ich intensiv? Wie nähre ich meine Seele und wie lebe ich intensiv? Weiter an Anna. Anna. Hallo.
aus München oder aus der Nähe von München. Und ich bin auch irgendwie in der Übergangsphase. Ich war, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht erzählt. Nee, da war ich auch noch nicht in Chartres. Ich war eine Woche in Chartres vor 3,5 Wochen. Eine Woche lang und mit einem Musiker zusammen. Und das war eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, die hat mich, ja, oder die ist gerade dabei, so mich ein bisschen zu verwandeln. Ich habe übrigens, weil ich ja letztes Mal später eingestiegen bin, habe ich mir das angehört, was ihr vorher gesprochen habt mit eurem Beitrag und fand es total spannend und wertvoll und habe mir eben gedacht, mein Gott, ich wünschte, es würden noch mehr Menschen zuhören. Ich weiß zwar jetzt wirklich nicht, wie viele dabei sind, aber ich fand es sehr berührend und bereichernd, die Beiträge zu hören, die ich ja nicht gehört habe, weil ich später eingestiegen bin zu diesem Thema. Danke. Ja, hallo, ich bin die Viktoria Duda und ich rufe jetzt aus Budapest an. Ich beschäftige mich sehr tief mit der Seele oder im Allgemeinen mit dem Bewusstsein. Ich arbeite seit mehr als 10 Jahren als Hypnotherapeutin und vor ein paar Jahren, da hat mich das Thema Reinkarnation sehr begrüßt. Also es war wirklich so, dass mich das Thema begrüßt hat und nicht umgekehrt, weil ich wollte mich damit eigentlich nicht sehr tief beschäftigen. Aber es kam und es kam und es kam in verschiedenen Formen. Und dann war das irgendwann so spannend und so interessant, dass ich jetzt sehr, sehr viel Zeit damit verbringe, auch in der Praxis, aber auch in der Erforschung, was man mit zum Beispiel therapeutischen Fällen machen kann, wo Leute an verschiedene vergangene Leben sich erinnern oder behaupten, sich zu erinnern. Mich interessiert das halt auch vom Therapeutischen her sehr, was man damit machen kann, ob das irgendeinen praktischen Nutzen haben kann. Und das ist etwas sehr Spannendes und das ist auch sehr, ich finde, diskussionswürdig. Es gibt sehr wenig, meiner Meinung nach, was man wirklich als Fakten dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist sehr in Kinderschuhen, die ganze Forschung, aber zum Diskutieren finde ich es irrsinnig interessant. Also ich freue mich auf das heutige Gespräch auch. Danke. Ja, danke schön alle. Und ich würde sagen, Marie-Rose, du hast uns dieses Mail geschickt und das fände ich eigentlich einen ganz schönen Einstieg. Magst du das lesen? Ja, gut. Das ist sehr schön. Ja, also das ist von Sri Aurobindo und er sagt hat, es wurde noch nicht erkannt, was diese Seele ist. Das war, und das wahre Geheimnis guter Bildung besteht darin, einem Kind oder Erwachsenen zu helfen, sein tieferes Selbst, das wahre innere seelische Wesen zu finden. Wenn die Seele die Möglichkeit erhält, sich zu zeigen oder gar in den Vordergrund zu treten und zu unserem Impulsgeber zu werden, dann übernimmt die Seele den wichtigsten Teil der Bildung. Das seelische Wesen in uns verhilft uns zur Verwirklichung der eigenen Potenziale und kann zu der Entdeckung führen, dass der Mensch innerlich eine Seele ist und dass der Mensch eine bewusste Kraft des Heiligen ist. Das fand ich total schön, dass der Mensch eine bewusste Kraft des Heiligen ist. Ja. Das wahre Ziel der Bildung und eigentlich des gesamten menschlichen Lebens ist es, den wahren Menschen wachzurufen, die verborgene Wahrheit und das tiefste Gesetz seines eigenen Seins zu finden und daraus heraus zu leben. Ja, also für mich ist das auch schon lange ein bewusstes Anliegen, so immer tiefer in mich hineinzuspüren, was denn da ist, was denn da einen Impuls gibt, was denn da gelebt werden will, was ja in diesem Körper. Und ja, ich sehe halt, dass bei jeder Mensch anders ist, also nehme ich auch automatisch an, dass bei jedem da ein anderer Impulsgeber ist. Und das ist es, was ich Seele nenne. Ja. Und
woher das kommt, wann das entstanden ist, wie das entsteht, darüber können wir ja irgendwie trotzdem nur spekulieren. Habe ich jetzt dazu eine Frage? In irgendwelchen Theorien heißt es ja, dass die Seele uns überdauert und dass beständig da ist und dass wir einen Zugang dazu finden sollen oder können oder auch nicht. Ist es jetzt so, dass die Seele sowas ist, wirklich was Ewiges, mit mir verbunden und dann mit den früheren und späteren Inkarnationen? Oder ist es etwas, wie soll ich sagen, all one, ja, also Kollektives, wo dann so einzelne Elemente rauskommen und das ist dann, bin dann ich mit einem Stück von der kollektiven Seele. Was denkt ihr? Ewig, ja, ewig ist alles. Ne? Alles ist Sternenstaub, alles ist schon immer gewesen und wird immer sein, aber die Formen, die ändern sich. Aber ob so eine individuelle Seele ewig ist, ne? Oder ob das mit den Reinkarnationen eben auch nur ein Modell ist, auf das man projizieren kann und da Informationen herausziehen kann, die uns im Leben nützlich sind. Ja, das wissen wir nicht, ne? Ja. Genau. Ja. Monja? Ich würde lieber konkreter werden, nicht so allgemein Superthesen, Metathesen anfangen, sondern mit uns ganz konkret anfangen, wann spürst du deine Seele oder merkst du deine Seele oder bist du in Kontakt mit deiner Seele? Wodurch? Was ist es konkret? Das würde mich am meisten interessieren im Augenblick. Entschuldige, Heidi, aber... Nee, das ist okay. Aber es ist ja einfach nur als Einführungsfrage. Ja. Vielleicht kommen wir ja auch durch das Individuelle, was wir teilen, dann auch wieder dahin zurück. Also auf deine Frage zu antworten, für mich glaube ich, bin im Kontakt mit meiner Seele, wenn ich begeistert bin und im Flow bin. Früher hätte ich mal gedacht, wenn ich in meinem Enya Type 4 Melancholie bin, was ich aber jetzt nicht mehr glaube. Ich glaube, das ist irgendeine Überstruktur, aber wenn ich wirklich voll dabei bin in irgendwas, was ich tue oder was ich bin, dann denke ich, bin ich im Kontakt mit meiner Seele. Und wie die Marie-Rose das auch, also dass die Seele dann die Bildung übernimmt des Menschen, also ist das dann die Herzensbildung oder welche Form der Bildung ist das dann? Ganzheitliche Bildung, würde ich meinen. Ne? Das Wesen? Das alles, was da möglich ist, für mich in diesem Körper, mit meinem Geist, mit meinem Herzen, mit meinem Willen. Und wann spürst du deine Seele am deutlichsten? Also bewusst spüre ich sie am deutlichsten, wenn ich in der Stille bin oder wenn ich ruhiger werde. Aber wenn ich richtig im Flow bin, wie du das sagst, Heidi, das ist eine andere Art Bewusstsein. Da bin ich halt nicht am Reflektieren darüber, bin ich jetzt in Kontakt mit meiner Seele oder nicht. Da läuft das Leben halt. Und im Nachhinein kann ich dann darüber vielleicht reflektieren und sagen, oh ja, da war ich jetzt wirklich in Kontakt mit meiner Seele, da habe ich gelebt. Ne? Da habe ich alles gelebt, was meine Seele jetzt gerade leben will, oder?
Aber dann geht es mir in den Zustand. Im Zustand selbst reflektiere ich nicht unbedingt. Ne? Mache ich dann erst nachher. Das heißt, die Seele, der Kontakt zur Seele ist ein Zustand. Habe ich dich richtig verstanden? Nee, der ist alles. Der ist der Zustand. Aber dann kann ich nicht darüber reflektieren. Und wenn ich dann in der Stille bin, nachher zum Beispiel, dann kann ich darüber reflektieren, dann bin ich auch in Kontakt. Das ist dann wieder, ist das nur Zustand? Zone 1, Zone 2? Mhm. Ja, oben links. Ja. Okay, Daniela. Ja, ich habe gerade auf die Frage, woran oder wie nehme ich wahr, dass ich sozusagen nah an meiner Seele bin, also dass ich verbunden bin. Für mich ist das ein Gefühl von großer Freude. Es ist wie wenn mich Freude durchströmt im Wachbewusstsein und ich mich wundere, die ich sonst so kritisch bin, dass da so viel Freude ist. Das ist so, habe ich jetzt gelernt über die Jahre, scheint mir meine Seele zu senden. Und wenn ich das in diesem Gefühl bin, das ist eigentlich mehr als ein Gefühl, es ist ein Wissen. Und es ist sehr energievoll und das kann ganz verschieden sein. Da kann ich in der Stille sein, da kann ich im Gespräch mit Menschen sein, da kann ich etwas Kreatives tun. Also es ist unabhängig davon, was ich tue im Moment. Also es ist aber eine Wahrnehmung. Und ist es ein Zustand? Es ist hier eine Zustandswahrnehmung, aber ich würde sagen, es ist mehr als eine Zustandswahrnehmung, denn sie durchfließt verschiedene Phasen. Also da gibt es dann sowas wie Flow, dann gibt es aber auch sehr konzentrierte Augenblicke. Also es spricht dafür, dass es mehr ist als ein Zustand. Und ich komme gut in Kontakt, wenn ich gefragt werde. Also ich kenne diese Selbsterforschungspraxis, die nutze ich auch in Retreats, in Kontemplationsretreats mit Menschen. Zum Beispiel diese Frage, wonach sehnt sich deine Seele? Und die immer wiederholt wird. Und ich gehe in die Erforschung, in die Selbsterforschung. Dann komme ich auf Sätze, dann, also wie wenn meine Seele irgendwann spricht. Am Anfang kommen die Konzepte. Ja? Und je häufiger man diese Übung in die Übung geht, vor allem in so einem Raum, den ein anderer für einen schafft, also mit einem Du, komme ich gut in Kontakt. Und das übe ich einfach häufiger, weil das ist durchaus spannend. Ja, so, erstmal von meiner Seite. Ja, Anna, wie ist es bei dir? Ich habe dich stumm geschaltet, du musst dich entstummen. Okay. Okay, jetzt bin ich verständlich. Gut. Also ich merke gerade so in mir den Wandel und mich beschäftigt die Frage, weil die, glaube ich, habt ihr auch gar nicht in dem Gespräch beim letzten Mal angesprochen, was, also schon diese verschiedenen Ebenen, aber was ist der Unterschied zwischen Seele und höheres Selbst? Also dieses, ich glaube, das ist nicht gesprochen worden, das mag ich einfach fragen, gibt es da Gemeinsamkeiten? Und ich merke halt gerade, dass mich diese Dimension des Heiligen, dieses Staunens gerade sehr beschäftigt und berührt. Und die Musik. Also ich denke, dass ich über Tanz, Bewegung, Musik mich ganz stark in dieser Verbundenheit erleben kann. Und das kann schmerzhaft sein, das kann aber eben auch freudig sein. Das ist nicht festgelegt. Und was für mich gerade neu ist oder wieder neu aufgetaucht ist, wenn es stark, passiert ja auch beim Tanzen, mit dem Körper verbunden ist, also mit Körperhaltungen. Ich bin sehr verbunden mit dem Thema meditative Tänze. Und da merke ich einfach, das ist, für mich ist gerade wieder sehr stark, dass ich sage, ich kann die Verbundenheit oder dieses Gefühl von Zugehörigkeit, Verbundenheit kann ich nicht machen. Das empfinde ich als Geschenk, wenn es kommt, aber ich kann den Raum dafür schaffen. So ähnlich wie es heißt, ich kann Kreativität nicht machen, aber ich kann irgendwie den Boden dafür bereiten. Und so ähnlich geht es mir durch Praxis,
durch Praxis, über Musik, über Körperhaltung, über Tanz, Gebet. Also merke einfach, dass das momentan ganz stark der Weg ist, in diesen Raum zu kommen. Ja. Victoria? Ja, also irgendwie alles, was ihr bis jetzt gesagt habt, resoniert irgendwie. Also auf jeden Fall Freude. Das ist ganz eindeutig. Und dann gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, dass diese Freude aber nicht immer so etwas sein muss wie dieses Friede, Freude, Eierkuchen Art von Freude, sondern es kann auch was ganz Schreckliches sein im Sinne von ganz tiefe Gefühle kommen auf und es kann auch schmerzhaft sein, aber immer im Sinne von großartig. Also auch wenn man dann zum Beispiel einen schmerzhaften Weg durchmacht, man hat aber das Gefühl, das ist wie ein Abenteuer. Das ist wie im Märchen. Da geht man jetzt durch die Abenteuer, aber hinter den Drachen oder Ungeheuer oder was auch immer jetzt Angst macht oder Schrecken bereitet, ist halt irgendein Schatz und das spürt man die ganze Zeit schon. Und ich spüre das halt immer als Neugierde und Begeisterung. Und wenn ich mit der Seele oder mit dem höheren Bewusstsein, ich weiß auch nicht, wie man die auseinandersetzen soll, in Verbindung bin, dann ist alles sehr, 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 sehr tief interessant. Also das ist wie ein kleines Kind, der halt irgendwie seine Wunderwelt entdeckt und dann ist auch die ganze Welt ein Wunder. Ich glaube, das ist ein eindeutiges Merkmal. Dann ist alles ein Wunder. Und wenn man mit der Seele nicht in Verbindung ist, dann ist nichts ein Wunder. Und das ist für mich ein großes Kriterium. Und wenn man mit der Seele, wenn ich mit der Seele verbunden bin, dann muss ich nur auf die Straße gehen und das ist ein absolut wahnsinniges Erlebnis. Das ist wunderschön. Und ganz persönlich, ich meine, ich schreibe gern und ich glaube, das ist so halt wie bei dir Tanz und je nachdem, wozu man talentiert ist, glaube ich. Bei mir ist es halt das Schreiben, das ist eine sehr, 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 sehr starke Verbindung. Und da merke ich auch, dass ich zum Beispiel dann Sachen schreibe, die eigentlich nicht durch, also mein Kopf hat damit sehr, 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 sehr wenig zu tun. Und da merke ich das auch, dass das halt nicht von diesem kleinen Hirn kommt, sondern irgendwo. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen. Ja. Danke. Die Anna hat höheres Selbst erwähnt. Was ist das höhere Selbst für dich? Du fragst mich? Ich frage dich, ja, weil du hast gefragt, ob Seele und höhere Selbst ident sind. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dann frage ich ja mal. Okay. Also es ist so, dass ich natürlich mit meinem Konzept, wovon ich viel halte, mit dem Human Design eben, ich merke, das ist einfach ein Teil von mir, von meinem Denken. Und es gibt einfach hier also die Unterscheidung zwischen eben dem Ego auf der materiellen Ebene und dem höheren Selbst, in dem sich sozusagen auf dieser materiellen Ebene, also die Verbindung ergibt zwischen einem, wo auch immer das ist, mit einem höheren Selbst, eben dieses individuelle, dieser individuelle Aspekt des Göttlichen oder das sich erfährt als eben Heidi Anna als individuelles, als Splitter vielleicht, ich weiß nicht, welches Wort wir verwenden können, und das sich irgendwo verortet. Und für mich ist es noch stark verbunden an dieser Stelle, also vom Human Design, ist die universelle Liebe, also nicht die Liebe auf der materiellen Ebene, die Emotionen verortet, sondern sowas wie die Liebe zur Menschheit, die Liebe zu allem, was ist, die Liebe zum authentischen Selbst, die Liebe zum Körper. Aber eben in einem universellen Sinn. Und allein, finde ich, allein zu wissen, es gibt diese Unterscheidung zwischen diesem höheren Selbst und der Verbindung zum, ja, eine Verbindung zu diesem hier auf der Erde, wie ein
keine Ahnung, eine unnennbare Verbindung. Wie gibt es denn das mit der Straßenbahn? Da gibt es eine Oberleitung. So die Oberleitung. So. Strom kommt von dort, ne? Genau. Von der Oberleitung. Genau. Was ist dann die Seele? Also die Begrifflichkeit im Human Design heißt, das ist ein künstlicher Begriff, das heißt Kristall. Also es gibt, der Körper hat ein Designkristall, das ist das Kollektive, der im Erdmantel, im Erdkern ist. Nur einmal verwendet wird, ein Designkristall. Und dann gibt es einen Persönlichkeitskristall, den ich erwähnt, der sich immer wieder inkarniert. Kristall, weil eben ausgehend vom Big Bang, der bezeichnet wird, ist eigentlich keine Zersplitterung, sondern eigentlich eine Befruchtung sozusagen. Aber dass aus diesem heraus wir alle Anteile sind von diesem einen Großen, jeder repräsentiert einen kleinen Splitter, eben dieser Hilfsbegriff Kristall. So, jetzt mache ich mal Vertretung von Monja. Wie fühlst du dann oder erfährst du dein höheres Selbst und wie erfährst du deine Seele? Es war jetzt sehr theoretisch, das ist eine Theorie, ne, die du hast. Auf jeden Fall. Ja, das würde mich schon interessieren, aber ich weiß nicht, ob das Thema von heute ist. Ich würde gerne Victoria fragen, was du siehst, was das höhere Selbst und Seele ist. Ist das was Ähnliches? Oder? Also ich frage die Leute immer, welchen Begriff sie benutzen wollen, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, weil ich habe das Gefühl, es ist etwas sehr Ähnliches, aber es hat eine andere Konnotation. Also die Leute gehen auf das gleiche Thema vielleicht von unterschiedlichen Richtungen hin und es tendiert dazu, dass die Seele eher vom Religiösen herkommt, auch wenn die Leute jetzt nicht unbedingt selbst religiös sind, aber ein bisschen aus diesem Hintergrund kommen, dann tendieren sie eher dazu, Seele zu sagen. Und höhere Selbst kommt eher aus der Bewusstseinsforschung, also Menschen, die halt multidimensional denken, aber eher ohne religiösen Hintergrund. Und ich sehe das eigentlich eher nur als so eine Art Unterschied. Und inhaltlich ist es aber dann sehr, sehr ähnlich. Würde eigentlich gleichsetzen. Ja, mir kommt nämlich dazu, wenn du zum Beispiel kleine Kinder beobachtest, da denke ich, da spricht die Seele aus den Augen. Ich würde nicht sagen unbedingt, dass das höhere Selbst aus den Augen spricht. Oder was ich jetzt... Weil das auch, ich glaube, das illustriert auch den Punkt, dass das etwas viel vielleicht auch poetischer ist, nicht? Ja. Also mit der Seele ist auch ein bisschen so, es ist was Schöneres, es ist ein schöneres Wort. Aber wenn wir bedenken, dass man kann eigentlich beide Begriffe dafür benutzen, dass es halt etwas ist, was inkarniert und was die Erfahrungen von einer Inkarnation aufs andere sammelt, dann kann man sie auch gleichsetzen. Und seelenvoll sein. Ich denke gerade an so einen Text in irgendeinem Lied, was ich jetzt vergessen habe, was es genau ist. Und als ich jetzt so in Afrika war und die Menschen gesehen habe, die dann so mit solchen leuchtenden Augen, ja, also auch die Erwachsenen, und irgendwie immer eine Freude und eine Energie ausstrahlen, ich habe das Gefühl, die sind total dran an ihrer Seele. Mir fällt dazu eines meiner Lieblingsgedichte ein, natürlich von Eichendorff. Kennt ihr ja sicher, war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschauer von ihm nun träumen müsst. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Was ist diese Seele, die da fliegt? Und du hast auch immer erwähnt jetzt, dass die Seele sehnt sich nach etwas. Sehnt sie sich immer? Ich weiß nicht, also... Wer hat das erwähnt? Das hat ich hatte von der Frage die Frage ja. angesprochen. Ja. Es ist nur eine Forschungsfrage. Wonach sehnt sich deine Seele, um sie sozusagen zu hören, um auf die Suche zu gehen? Also was sie sagen möchte. Nach Hause fliegen. Also sie sehnt sich vielleicht nach Hause. Könnte das sein in diesem Gedicht, in diesem Eichendorff-Gedicht, dass ich die Seele, weil
sie fliegt ja nicht nur so, sondern sie fliegt, als flöge sie nach Haus. Sie könnte... Hast du jemanden speziell, den du fragen möchtest gerade, Monja? Du bist ja, Daniela. Genau. Also ja. Ich mag dieses Gedicht von Eichendorff sehr, sehr gerne. Und ich habe gerade gedacht, es könnte ein fliegt nach Hause oder sehnt sich nach dem Zuhause. Es könnte aber auch nach einer Seelenfamilie oder einer Verbindung sein, die da ist. Und ich glaube, wenn wir so von der Seele in mir, also wenn ich von meiner Seele spreche, dann ist das ja so was Personifiziertes. Gleichzeitig ist sie ja nie allein. Sie ist ja immer eingebunden, auch in ein Wir. Ob man nun glaubt an Seelenfamilienkonzepte oder an was auch immer. Es könnte auch eine Sehnsucht nach der Verbindung oder Wiederherstellung von Verbindung sein. Das ist ja auch eine Art Zuhause. Also wenn wir über Familie, Seelenfamilie zum Beispiel sprechen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder eben jetzt auch im Sterben vielleicht ein Zurückkehren zu etwas. Vielleicht ist das damit auch gemeint. Wenn wir von Geburt sprechen und Reinkarnation, was sucht die Seele da? Erfahrungen. Ja, dann als wäre sie zu Hause, das bedeutet ja, was jetzt Daniela sagte, eigentlich mehr die Suche nach dem Wieder-Zurückkehren. So, warum würde dann die Seele kommen wollen? Ja? Und ist ja präsent. Ja, vielleicht, wenn wir von der körperlichen Existenz sprechen, vielleicht kann ich mich ja nur erfahren. Es gibt ja auch dieses Gott erfährt sich in mir. Also zum Beispiel... Also diese Idee, dass durch die Verkörperung bestimmte Erfahrung möglich wird. Das könnte ja auch der Wunsch der Seele sein, etwas zu erleben. Ja? In einem weiblichen Körper bestimmte Lustgefühle erleben oder ich sag mal, als Mann irgendwelche kraftvoll etwas durchsetzen oder diese verschiedenen Ausdrucksformen als Kind, dieses Spielerische. Also das, was nur in einer körperlichen Existenz erlebbar ist, ist ja auch etwas, wonach ich mir vorstellen könnte, dass das Spaß macht und man sich danach sehnen kann. Und ich habe jetzt meine Idee. Ja, noch eine Frage zur Seele und zur Geburt. Ja, wann ist die Seele präsent? Da habt ihr dazu Ideen und ist sie beim der Zeugung präsent? Ist sie vorher präsent? Ist sie erst bei der Geburt präsent oder irgendwann im sechsten Monat oder sowas? Das ist natürlich eine technische Frage, aber trotzdem, es interessiert mich. Ist die Seele eben vorher, schwebt die dann irgendwo schon zu Hause und dann sucht sie sich Eltern aus? Oder es gibt ja verschiedene Theorien darüber. Was denkt ihr? Also es gibt eine Forschung in diesem Gebiet von der Helen Wambach. Ich glaube, das hat sie so in den 70er Jahren gemacht und hat sich hunderte Leute ins Geburtserlebnis hypnotisch regressiert und hat genau die gleiche Frage gestellt. Und dabei kam heraus, dass die Seele im Zeitpunkt der Geburt sich mit dem Körper oder sehr, sehr nahe zu der Geburt, also alle haben irgendwie angegeben, das war halt während der Geburt oder kurz nach der Geburt oder kurz vorher, aber ungefähr so zu diesem Zeitpunkt. Und vorher waren sie halt nur so rundherum, also sie sind so, haben so ein bisschen geschwebt, aber waren noch nicht, also im Embryo war die Seele noch nicht irgendwie drinnen, wenn man das jetzt so sagen kann. Und etwas ganz Interessantes kam dabei auch raus, das fand ich aus praktischen Gründen interessant, weil als ich das zuerst gelesen habe, das war auch eine Zeit, wo eine Freundin von mir etwas ziemlich Schreckliches erlebt hatte. Sie hatte nämlich ein Kind und sie hat erzählt, als das Kind halt geboren ist und ein kleines Baby war, aber ganz lange, also ganz bis zum ersten oder zweiten Lebensjahr, hat sie das Gefühl gehabt, das ist nicht ein Mensch irgendwie. Und es gab damals gar keine Hilfe für sie, das war halt nur so psychologisch, es ist nur so psychologisch betrachtet worden und dann hat man gesagt, vielleicht leidet sie unter Depression oder so etwas. Aber sie hat gesagt, das war nicht der Fall. Sie hat nur dieses ganz komische Gefühl gehabt, dass irgendwie in diesem Babykörper
was auch immer das ist, die Seele oder das Bewusstsein nicht drinnen war. Und bei der Helen Wambachschen Forschung, dann hat man das auch beschrieben, dass es dort Leute gab, die gesagt haben, sie sind auch bei der Geburt noch nicht dabei gewesen, sondern erst im ersten oder zweiten Lebensjahr. Und das fand ich so ganz interessant, weil ich mir gedacht habe, wenn das wirklich sein kann und wenn es solche Fälle gibt, dann ist es auch super nützlich, dass wir darüber wissen. Weil wenn dann eine Mutter darunter leidet, dann können wir einfach Bescheid sagen, ja, die Seele hat das noch nicht irgendwie bewohnt, diesen Körper, und das ist auch okay so. Also halt's am Leben, füttere es, weil es kommt noch, und das ist auch okay, dass du dieses komische Gefühl hast. Und dass ich das der Freundin erzählt habe, dann war das eine riesengroße Erleichterung irgendwie. Also das fand ich super interessant, dass es auch zu anderen Zeitpunkten sein kann. Aber ich kenne nur diese eine Forschung, das weiß ich auch nicht. Victoria, du hast jetzt gerade gesagt, die Seele oder das Bewusstsein. Mhm. Ah, Marie-Rose, was willst du dazu sagen? Ja, ich bin auch, während du erzählt hast, ist es für mich auch so hin und her gegangen. Was ist Seele, was ist Bewusstsein? Und ich weiß aus, ich habe ja 5 Jahre in der Frühförderung gearbeitet, mit auch kleinen, richtig mehrfach behinderten Kindern. Ne? Und da habe ich immer den Eindruck gehabt, je mehr sie geistig behindert waren, desto stärker ist das Feld um sie herum, was wirkt und was mit mir kommuniziert und was mit den Eltern kommuniziert. Und da frage ich mich auch, ist diese Seele vielleicht auch nicht ganz da drin? Und ja, und in welche Beziehung hat Seele zu Bewusstsein? Ich verstehe. Oder was Ähnliches. Ich habe noch ein zweites. Ich habe in so Innenweltsurfen, Psychobionik-Sitzungen, habe ich auch mal, da gibt's eben auch den Vorschlag, auf die Wolke vor der Geburt, ne? Und sich das dann so vorzustellen. Und da habe ich, ist bei mir sind Bilder gekommen, als ob meine Seele ganz lange sozusagen meine Eltern beobachtet hätte, bevor ich bereit war, da Kind zu werden bei denen. Und ich weiß von anderen, die diese Art Innenweltsurfen, Meditation gemacht haben, dass da andere Geschichten aufgetaucht sind. Dass da andere Geschichten aufgetaucht. Also das ist jedenfalls auch total spannend gewesen, das zu sehen. Und ja, wirklich, wie ich da meinen Vater und meine Mutter beobachtet habe, haben sie erst meinen Bruder bekommen, dann eine Schwester, dann hatten sie noch eine Fehlgeburt und dann war ich bereit, dahin zu... Also so habe ich das erlebt. Ne? Das ist einfach nur eine Erfahrung, aber hat schon auch dazu geführt, dass ich so den Eindruck habe, ach, meine Seele, die ist gut für mich. Die sorgt für mich. Die hat dafür gesorgt, dass ich hier in einem Körper bin, dem es als Kind gut gegangen ist. Können natürlich auch alles Gespinste sein, oder? Aber die Welt ist so verrückt und diese Dinge, das macht das Leben spannend, sowas. Ja, also ich hätte da auch ein hübsches Narrativum. weil du das gesagt hast, dass du die Eltern beobachtet hast. Und das hängt auch zusammen mit, für mich, mit der Seelenfamilie, zu der ich ja erst auch teils über dich und Hasselmann und so gekommen bin. Meine Eltern hatten im Schlafzimmer eine Uhr, die hatte ein Spielwerk, das klang wie tibetische Klangschalen. Da bin ich erst nach Jahren drauf gekommen. Und wenn immer ich also Unterstützung brauche, ich weiß nicht, also jetzt nenne ich es auch Seelenfamilie, früher habe ich es einfach nur so, kommt das meistens von den Tibetern. Also von dem buddhistischen Gedankengut oder ich schlage dann einfach nur ein Buch auf und da ist die Antwort. Also ob das sind alles nur Hypothesen da, ne? Ob ich in einem früheren Leben tibetisch geschult war, weil diese Dinge kommen mir alle sehr selbstverständlich, auch Sanskrit, da habe ich, also das geht also problemlos. Ich sage allerdings immer wieder, also ich habe mir eine Inkarnation zum Ausruhen ausgesucht. Also vielleicht waren die davor anstrengender, weil diesmal, ja, es ist also sehr,
sehr dicht und zugleich auch sehr leicht. Ja, das ist so mein Narrativum zur Inkarnation. Victoria, du wolltest vorhin noch was sagen? Ich glaube, ich wollte das nur klären, warum das so verwirrend geklungen hat mit der Seele und mit dem Bewusstsein. Dass ich das Wort Bewusstsein benutze, eigentlich versuche ich aus dem Englischen irgendwie Consciousness oder the Mind zu übersetzen. Und warum ich diese Wörter benutze, ist im Sinne von einem Paradigma, der halt das Bewusstsein oder the Mind als primär existierendes Fundament im Universum ansieht. Also nicht die Materie ist primär, sondern der Geist ist primär und aus diesem Geist entsteht dann die materielle Welt. Und ich denke sehr stark in diesem System und deswegen ist es aber auch für mich ein bisschen schwer, diese Begriffe zu trennen, weil sie irgendwie alle unter dieser Kategorie fallen, das Nicht-Materielle, aber das Kreative. Und das kann ich auch Seele nennen, das kann ich auch Bewusstsein nennen, das kann ich auch Geist nennen. Und für mich können diese Sachen eigentlich das Gleiche darstellen. Und das kann auch individuell sein und das kann auch das Kosmische sein. Ich glaube, auch im Prinzip ist das Gleiche. Es ist eine kreative, non-materielle Kraft. Wie du das vorhin gesagt hast, ja. Also wenn man beim Sterben von Menschen dabei ist, was verlässt den Menschen dann? Was ist dann, was geht und weg und der Körper zerfällt dann? Also was hält den Körper zusammen? Ist es das Bewusstsein? Ist es der göttliche Funke? Ist es die Seele? Das sind auch die Fragen, die mich also jetzt immer wieder beschäftigen. Das ist aber super interessant, weil das ist eigentlich vom Materiellen her gesehen, weil vom Materiellen gibt es einen Körper und dann fragt man sich ja, was passiert mit dem Bewusstsein, wenn der Körper aufhört zu existieren. Aber wenn man das vom Mind-Based Paradigm an betrachtet, dann bleibt das Bewusstsein genauso, wie es vorher war, aber es projiziert eine andere Wirklichkeit. Macht das Sinn? Noch einmal. Es projiziert eine andere Wirklichkeit. Es projiziert eine andere Wirklichkeit, ja. Also Tod ist ein Übergang in eine andere Wirklichkeit. Ich wollte dazu auch noch mal was sagen. Und zwar haben wir vorhin gesprochen, wann kommt die Seele an und so. Ist sie vorher schon da? Und jetzt ist ja, Marc ist fast ein Jahr jetzt tot und heute ist der Grabstein gesetzt worden. Mit einer Spirale drauf. Und ich habe das Gefühl, dass die Seele noch um mich herum ist. Ja? Ich kann es nicht wirklich belegen oder so, aber ich habe oft das Gefühl, ich bin nicht alleine. Obwohl ich gleichzeitig sehr alleine bin. Ja? Aber die Frage ist, spinne ich da oder hat die Seele die Möglichkeit, wenn der Mensch tot ist, noch um die Wege zu sein, sagen wir es mal so. Ich stelle einfach mal eine Gegenfrage, warum sollte sie es nicht können? Sie ist doch frei. Also in meiner Vorstellung ist das absolut möglich. Es beschreiben auch so viele Menschen. Und ich habe es auch erlebt bei Menschen, die verstorben sind, die mir nahe waren, also sowohl in der Eigenwahrnehmung wie in den Berichten spricht da so vieles dafür. Ja. Ich habe eine Schulfreundin, die lebt in der Schweiz mit ihrem Mann, Partner, und die ist ein Medium für Tote. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, weil mir irgendwie der Bedarf fehlt,
die Menschen, die gegangen sind, noch weiter hierher auf diese Ebene zu binden. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt deutlich gesagt habe, aber dass wir uns danach sehnen, jemanden, den wir geliebt haben, wieder zu sehen oder mit ihm zu sprechen, dürfte also auch ein gutes Geschäft sein, weil die beiden verdienen sehr gut und lach nicht, Marie-Rose. Ja, es gibt halt unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ja, aber es ist offensichtlich ein Bedürfnis da, sonst wäre das nicht möglich, dass man damit also wirklich den Leuten auch einen Gefallen und ein Bedürfnis erfüllt. Ich möchte jetzt noch was teilen. Wir waren beim Sagomas, das sind Schamanen, und da hatte ich ungefähr eine 20-Minuten Sitzung, und sie wirft da solche Knöchelchen und Steinchen und Muschelchen und so aus. Und das Erste, was sie sagte, dein Mann ist gestorben. Dachte ich, oh. Ja, und dann sagte sie noch einige Sachen, die absolut zutreffen. Ich habe jetzt zwar nicht einen Weg, was ich jetzt daraus machen kann, aber ich war dann schon erstaunt, wie diese Dinge im Feld offensichtlich sind. Die wusste ja von mir absolut nichts. Sie sprach eine andere Sprache. Jemand anders musste es übersetzen ins Englische. Und wenn sie sagte, ich soll was fragen, habe ich es auf Deutsch in meiner eigenen Sprache, die sie mit sicherlich nicht konnte, nicht verstand. Und dass die so viele Sachen, 3 oder 4 Sachen, sagte sie mir, die absolut stimmten. Ja? Und da dachte ich, oh, wow. Ja? Und insofern ist es vielleicht eben schon eine Möglichkeit, jemanden zur Übersetzung zu finden, der den Kontakt aufnehmen kann, wenn man ihn braucht. Es kann ja sein, dass man manchmal was braucht. Ich meine, es ist ganz banal. Ich möchte manchmal Marc fragen, wo hast du das jetzt hingetan? Ja. Das ist natürlich super banal. Aber es gibt manche Sachen, die man nicht ausgesprochen hat in der Zeit, wo man zusammen war und dann doch gern nochmal hören würde. Oder auch was ich gerne hätte, ist manchmal eine Unterstützung. Ja, so, das, er hat mich ja immer total supported, ja, unterstützt, ja, und das fehlt mir manchmal. Und das wäre schön, das glauben zu können, dass das nach wie vor die Kraft ist. Victoria, du hast Multidimensionalität erwähnt. Also ich glaube, da bewegen wir uns ja jetzt. Also dass da zwischen den Dimensionen, wo ist die Seele dann? In welcher Dimensionalität? Also auf welcher Wolke? Um die nächste Inkarnation zu planen? Oder? Also ich würde das jetzt so annähern, diese Frage. Es ist natürlich sehr schwer, darüber zu reden. Vielleicht benutze ich eine Analogie. Also ich mag sehr gern Wasseranalogie. Dass wenn wir Wasser also als Molekül, dieses H2O betrachten, dann kann es verschiedene Formen annehmen. Nicht? Das kann halt Eis sein, total hart, und dann kann es Wasser sein, so fließend. Und dann kann es auch verdampfen, wenn es entsprechend aufgehitzt ist. Und ich visualisiere mir das manchmal so, dass ich glaube, auch das Bewusstsein hat diese Formen. Und wenn wir diese Analogie benutzen, dann sehe ich dieses irdische Dasein so wie Eis. Es ist halt sehr hart im Sinne von, wie wir die Welt wahrnehmen, ist sehr festgesetzt. Also ich merke, hier ist ein Tisch und dieser Tisch ist hart und ich habe einen Körper und dieser Körper ist auch irgendwie sehr fest. Und es gibt sehr feste Regeln und daran müssen wir uns alle halten. Und dann gibt es aber Bewusstseinszustände, wo sich das auflockert. Und für mich ist ja zum Beispiel der Traumzustand einer, der ist ein bisschen so wie Wasser. Das lockert sehr, sehr auf und dann kann man auch fliegen und man kann vielleicht auch mit Toten kommunizieren und man kann in diesem Field, wie Heidi gesagt hat, irgendwie Informationen sammeln und das ist alles viel freier. Und ich glaube, im Tod ist es noch freier. Das ist halt so wie dann
Steam, was ist das auf Deutsch? Dampf, nicht? Und ich glaube, dass wir lernen können, diese verschiedenen Ebenen mehr und mehr zugänglich zu machen. Also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann merke ich, dass die Leute in unterschiedlichen Ausmaßen, in unterschiedlichen Ebenen zu Hause sind. Also es gibt Leute, die kenne ich, die sind sehr im Traum gewandt. Also sie können im Traumwelt fast so leben, wie wir in der physikalischen. Und dann gibt es auch Leute, die halt irgendwie auch in den Tod hinein noch sehr, sehr viel bewusst machen können. Macht das Sinn? Wie ich das aus, ja, es ist sehr schwer in Worte zu fassen, aber ja. Und ich glaube, je mehr wir lernen, irgendwie auf all diesen Ebenen bewusst kreativ zu bleiben, desto mehr wird unsere Multidimensionalität ausgedehnt. Das hat jetzt bei mir was angestoßen. Manifest subtil kausal. Aber Marie-Rose, wenn du direkt darauf antworten magst, gerne. Also es hört sich für mich an wie eben Zustände manifest, subtil und kausal, ne? Dass man da hin und her wandern kann und jeder hat eben auch eine gewisse Priorität. Ja. Ich wollte noch erzählen, eben auch, wo es um Geburt geht, ne? Meine Tochter, ich habe eine Freundin gehabt, meine beste Freundin aus dem Gymnasium, die ist mit 18, ist sie beim Autounfall gestorben. Und als meine Tochter zur Welt kam, habe ich irgendwann den Eindruck gehabt, sie ist wiedergekommen. Die ist wiedergekommen, die ist wieder zu mir gekommen, ne? In Gestalt meiner Tochter. Und mit 15 hat meine Tochter tatsächlich die gleiche Krankheit bekommen wie diese Freundin mit zu der Zeit hatte. Und ja, sind das nun Zufälle oder? Weil ich habe damals, als meine Tochter geboren wurde, habe ich nicht so in Reinkarnationsgedanken, so bin ich da nicht so drin gewesen. Und trotzdem kam so der Impuls, ha, das ist die. Die ist wiedergekommen zu mir. Anna? Mich hat es mit den verschiedenen Ebenen angesprochen. Vorher nur der Einschub. Also ich sage jetzt nichts Theoretisches über das Konzept vom Human Design. Da gibt es tatsächlich also einfach eine klare Aussage, wann die Seele Platz nimmt. Aber das ist jetzt nicht das Thema, weil ich denke, auch hier geht es mehr ums persönliche Erleben und nicht ums Konzept. Obwohl es für mich sehr schlüssig ist, sondern mich hat jetzt interessiert, ich weiß nicht, ob ihr schon in Chartres war, mich hat einfach verblüfft. Ich war da ja, was weiß ich, vor gefühlten 100 Jahren mal unter Kunsthistorischen, also einfach die Kirche anschauen, während jetzt, das war einfach eine spirituelle Unternehmung mit einem Musiker, also mit einer Gruppe von Kontemplationslehrern und Theologen. Und uns wurde ganz liebevoll, wurden uns diese tollen Fenster erklärt. Und da war und ist, was ich auch nicht wusste, dass Chartres eine Marien, also der Mutter, eine der Maria geweihten Kirche ist, Kathedrale ist, mit dem Altarbild Maria Himmelfahrt. Und die Maria wird gezeigt auf einem Fenster, Maria Himmelfahrt. Ich fand es total spannend unter dem Blickwinkel der Evolution und also sozusagen, warte mal, Involution, Evolution. Also den Gedanken habe ich unter völlig neuen Blickwinkel jetzt in dieser Kirche wahrgenommen. Dieser Himmelfahrtsgedanke. Und es gibt in einem Fenster ein Bild in dieser, jetzt habe ich vergessen, wie man das nennt, wo halt die Maria dann Himmelfahrt einfach gezeigt wird in Rot und Grün. Und da sagte dann derjenige, der diese Fenster erklärt hat, dass auch die Menschen damals, 12. Jahrhundert, 11., 12. Jahrhundert, wirklich das Bild hatten von, es ist nur eine ganz dünne sozusagen Wand zwischen der einen Welt und der anderen Welt.
Für mich ist es noch nicht fertig. Ich merke nur, dass ich sowas wie einen neuen Zugang zu der Kultur bekommen habe, aus der ich komme, mit dem ganzen evolutionären Interesse, das ich habe, auch an der Zahlenmystik, wie sie ja im christlichen Kontext heißt. Und im modernen Kontext ist es heilige Geometrie oder wie auch immer. Und ich merke einfach, dass mich das sehr so wie heimkommen, anders heimkommen lässt, einen anderen Blick in diesen Raum. Den Raum haben wir noch gar nicht angesprochen, in die Materialisierung einer Idee. Ja, wir sind fast mit der Stunde am Ende und Victoria hat mir geschrieben, dass sie ganz pünktlich weggehen muss. Insofern würde ich dich schon mal einladen, Victoria, ein Checkout zu machen. Und ja, danke schön. Es tut mir leid, dass ich das so ganz schnell machen muss, aber ich habe einen Klienten in 2 Minuten. Also muss ich mich verabschieden und es hat mich super gefreut und hoffentlich reden wir bald. Und schöne Diskussion noch, wenn ihr noch ein bisschen weitermacht. Danke vielmals. Danke. Tschüss. 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 Mich hat jetzt, weiß nicht, wer es jetzt gesagt hat, dass es nur eine dünne Wand zwischen den Welten ist. Das heißt, dass wir Organe entwickeln vielleicht, die das wahrnehmen können. Den Überstieg, ich glaube auch Schamanismus ist für mich also immer, dass du in mehreren Welten zugleich sein kannst. Und auch die Hagausa, also die auf dem Zaun sitzt und beide Welten als Dolmetscher und als Übersetzerin kenne ich das auch, also dass man in mehreren Welten unterwegs ist. Ich glaube, das wird gleich mein Checkout. Aber ich bin durchaus nicht unzufrieden, dass eine Wand zwischen den Welten ist. Denn ich glaube, je dünner die Wand wird, umso schwieriger wird es, das auszubalancieren, ist meine Vorstellung. Und ja, aber ich glaube, das Thema Seele ist also noch ein weites Land. Da können wir noch länger auch darüber reden. Danke euch. Da kann ich gerade ganz gut anschließen. In mir klingt jetzt noch vieles nach aus unserem Gespräch und ich habe gerade auch nochmal über dieses Reifen einer Seele nachgedacht. Das ist ja was, womit ich mich auch beschäftige, auch mit einer Mystikerin. Und ich weiß nicht, ob ich diese Mauer oder diesen Übergang dieser verschiedenen Realitäten oder was immer das ist. Also ich wünsche mir diese Durchlässigkeit und erlebe sie manchmal. Und ja, man könnte auch verrückt werden. Ja? Denn, also ist sicherlich eine Übungsfrage. Unendlich lange können wir darüber noch sprechen. Also mir hat es einfach viel Freude gemacht heute. Danke. Mache ich mal weiter. Mir ist das Seelische auch sehr wichtig. Und der Austausch über das Seelische, wenn der Austausch uns dahin führen kann, wo ich so ein bisschen das Seelische von anderen Menschen eben auch spüren kann, dann ist es für mich wichtig und berührend ein bisschen so innen drin habe ich dann auch so ein bisschen so einen Blick, als ob ich in eine andere Welt schauen könnte. Ja, in eine andere Welt, wo alles gut und richtig und wo es so ist. Das verbinde ich auch ein bisschen mit dem Seelischen. Und auch mit Seelenfamilie ist für mich auch etwas, wo ich immer wieder hindenke, ja, gibt es sowas? Ja. Ich kann es mir vorstellen, ja, ich meine es erlebt zu haben, dass ich Seelengeschwister oder so kenne und vielleicht sind es einfach nur Menschen, mit denen ich
eine spezifische Verbindung habe, aber das fühlt sich halt seelisch an und ich gebrauche das, den Begriff Seele gebrauche ich eben auch dafür. Ja. Ja, dann mache ich weiter, weil das auch so wie ein zugespielter Ball ist, danke, weil ich merke, dass dieses Thema mich sehr berührt und für mich das der wichtigste Aspekt der Zugehörigkeit, der Verbundenheit ist. Also dieses der Verbundenheit zu etwas Größerem, was uns miteinander verbindet und speziell vielleicht zu einer bestimmten Gruppe, eben wie Seelenfamilie, aber die für mich die Möglichkeit eröffnet, mich zu etwas, ja, zum Mysterium, zu dem, was größer ist und was das Geheimnis ist, wo ich einfach eine Möglichkeit habe, mich verbunden zu fühlen. Danke. Ja, dann ich. Ich merke immer wieder, dass ich nicht wirklich weiß. Manchmal denke ich weiß, was die Seele ist und was meine Seele ist und dann weiß ich wieder gar nicht und dann kommt der Kopf, ne, und erzählt mir irgendeinen Blödsinn und Seelenfamilie, ja, habe ich eine Seelenfamilie vielleicht? Oder ist mein Muster, ich bin allein auf der Welt, ich muss alles allein machen oder so, ist das jetzt eine Einbildung oder, ja, also ich bin die ganze Zeit am nicht wirklich sicher sein und es ist, als wären zwei Realitäten übereinander, ne? Und ich kann von einer in die andere springen. Einerseits weiß ich, dass es eine Seele ist und das, was meine Seele ist, und andererseits überhaupt nicht. Und irgendwie ist dazwischen keine wirkliche, wie soll ich sagen, die kommen nicht wirklich zusammen, sondern ich springe vom einen ins andere. Ja, und wir könnten sicher noch mehr drüber reden und das wäre vielleicht auch angebracht. Wir können uns überlegen, ob wir das nächste Mal tun wollen oder später. Jetzt werden wir erstmal uns wahrscheinlich in Nürnberg treffen, in der Tagung. Und ja, dann danke fürs Mitmachen, die Seele ergründen, Reinkarnation, Inkarnation, Geburt und Tod. Alles kam heute zusammen. Und dann bis zum nächsten Mal.